Heute ist der Name Cosmopolitan mit dem 80er-Jahre-Drink aus Wodka und Cranberry-Saft verbunden, der um die Jahrtausendwende besonders durch die TV-Serie Sex and the City ein Revival erlebte. Es gab aber bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Drinks mit diesem Namen. Besondere Bekanntheit hat dabei ein Rezept erlangt, welches 1934 veröffentlicht wurde und heute als 1934er Cosmo bekannt ist. Und genau den machen wir jetzt. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und wenn ihr diesen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein Faible für die alten Klassiker, besonders für die vergessenen Klassiker habe, von denen viele erst im Rahmen der Cocktail-Renaissance in den 2000er Jahren wiederentdeckt wurden. Natürlich habe ich trotzdem auch schon den 80er bzw. eben Sex and the City Cosmopolitan gemacht. Video verlinke ich euch jetzt hier oben, aber heute widmen wir uns dem Rezept von 1934. Der Drink wird aufgrund seines Alters als Klassiker angesehen, hat es aber zur Zeit seiner Entstehung offenbar nicht zu größerer Bekanntheit gebracht, denn er findet sich lediglich in einem Buch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wird heute 34er Cosmo genannt, weil das Buch, in dem er erwähnt wird, in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Wann genau und von wem er kreiert wurde, ist aber nicht bekannt. Erschienen ist das Rezept 34 im Buch Pioneers of Mixing at Elite Bars von Charles Christopher Müller. Das Buch war Teil einer Reihe mit insgesamt 7 Büchern, die von Müller zusammen mit Al Hoppe, A.V. Guzman und James Cunningham als die Traveling Mixologists erstellt wurde. Alle waren sie wohl Barkeeper, die vor der Prohibition in den USA arbeiteten und in diesen Büchern mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten insgesamt stattliche 1374 Rezepte gesammelt haben. Die Wiederentdeckung dieser Bücher ist Anastasia Miller und Jared Brown zu verdanken, die während der Recherche für ein eigenes Buch über den Martini-Cocktail auf Mikrofilmkopien einer abgebrannten New Yorker Bücherei und darauf auf die Bände der Traveling Mixologists gestoßen sind. Mehr oder weniger durch Zufall erhielt dann Jörg Meyer aus der Le Lion Bar in Hamburg Zugriff auf diese Kopien, fand darin im Jahr 2005 den 34er Cosmopolitan und veröffentlichte dessen Rezept Anfang 2007. Und so taucht er heute wieder auf den Karten einiger Bars auf. Warum war er zur Zeit seiner Entstehung kein großer Renner? Vermutlich, weil er zu nah an einem Gin Daisy war, dem lediglich Orangenlikör hinzugefügt wurde. Auch wenn sich nur eine Quelle zu unserem heutigen Cosmo findet, gibt es inzwischen diverse Rezepte und unterschiedliche Interpretationen, was daran liegt, dass die Angaben im Originalrezept nicht sehr genau waren. Es ist von einem Jigger Gin, 2 Dashes Cointreau, dem Saft einer ganzen Zitrone und einem Teelöffel Himbeersirup die Rede. Ich musste mich also wie so oft in der Vorbereitung dieses Videos durch diverse Rezepte für euch probieren, hier und da ein bisschen anpassen, ja, und so kann ich euch jetzt meinen Favoriten vorstellen. Der Drink wird geshaked. Wir brauchen also unseren Shaker, die Oberseite, wir brauchen einen Jigger und wir beginnen mit Zitronensaft. Davon brauchen wir 2,5 Zl. Ja, ob das jetzt der Saft einer ganzen Zitrone ist, hängt von der Zitrone ab. Aber so ergibt der Drink oder so ergibt das eine schöne Balance. Wir machen weiter mit unserem Himbeersirup. Davon brauchen wir 1,5 Zl. Da kann ich euch nur empfehlen, zu einer sehr guten Qualität zu greifen. Ich mag den Dabo hier sehr gerne, denn der Himbeersirup spielt in dem Drink eine wichtige Rolle. Dann brauchen wir unseren Curaçao, einen Orangenlikör. Davon brauchen wir 1 Zl. Und dann brauchen wir einen Gin, eigentlich einen London Dry Gin. Ich habe hier einen Sheetham Dry Gin, also einen Gin aus Holland. Den Bobby's, der eine sehr schöne Zitronengrasnote hat. Davon brauchen wir 6 Cl. Ja, und ich finde einfach, dass diese Zitronengrasnote sich in diesem Drink ganz wunderbar macht. So, jetzt geben wir Eis in unseren Shaker. Einen kleinen, einen großen und noch einen kleinen Eiswürfel. Wir schließen den Shaker und das Ganze kriegt so 15 bis 20 Sekunden.
eiskalt. Jetzt ein bisschen Sauerei gemacht. So, wir schnappen uns unser vorgekühltes Cocktailglas, einen Feinstrainer und einen Hawthorne-Strainer und wir seihen den Drink ins Glas ab. Dann bekommt das Ganze noch das Öl einer Orangenzeste. Schön über den Drink geben. Dann reiben wir den Rand des Glases noch mit der Orangenzeste ab, dass die Öle später noch intensiver in die Nase steigen. So, und dann habe ich uns noch drei Himbeeren auf einem Cocktailpikser vorbereitet, die wir jetzt als Dekoration aufs Glas legen können. Und ich habe hier für euch den 1934er Cosmo. So, dann probieren wir mal. Ja, also wirklich ein sehr schönes Spiel. Ist ein Drink auf der sauren Seite, 2,5 cl. Zitronensaft verfehlen ihre Wirkung nicht. Aber trotzdem eine schöne Balance. Der Himbeersirup super intensiv im Geschmack, aber überlagert nicht. Wir haben diesen ganz leichten, trockenen Hauch vom Orangenlikör und dann die Botanicals vom Gin. Wie ich sagte, das Zitronengras noch mit so einer speziellen Note kommt auch richtig schön noch durch. Das ist ein super erfrischender, komplexer Drink. Aufgrund seiner Süße und Trockenheit, aber nicht nur was für den Sommer, passt jetzt auch gut in die Jahreszeit. Ich finde, er hat eine wunderschöne Farbe, dieses wunderschöne, dunkle, fast schon Bordeaux-Rot. Die Himbeeren machen sich ganz ausgezeichnet. Ich finde, den kann man ganz, ganz prima trinken. Es gibt noch weitere Rezepte mit dem Namen Cosmopolitan, die sogar älter als 1934 sind und teilweise auch ganz andere Zutaten verwenden. Vermutlich hat sich dieser hier als Ur-Cosmo durchgesetzt, weil er durch den Himbeersirup farblich doch recht nah an dem bekannten 1980er-Jahre-Cosmo ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Abspann zu diesem Video verlinke ich euch noch unsere Playlist mit den vergessenen Klassikern. Und für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.